Ja, ich habe ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Irgendwie, ich spreche jetzt von mir aus, unter 20 Augen und vielleicht noch 12. Keine Ambition mehr habe, solche Vorträge zu machen. Und es gibt einen interessanten Grund, der mich dazu gebracht hat, mich auch persönlich zu prüfen. Mein Faible ist es immer schon gewesen, und ich glaube, das ist eine Gabe, die Gott mir gegeben hat, Dinge zu analysieren, zu hinterfragen, Gleichnisse aufzustellen, Dinge so zu sehen, nicht nur aus einer Perspektive, sondern wirklich aus der Hauptperspektive, rauszuzoomen, reinzuzoomen, Details herauszufinden. Und ich weiß noch, als ich diese Vorträge gemacht hatte, ich war noch während der Zeit an der Uni, und es war auch die Zeit, wo ich dann diese ganzen Professoren kennengelernt habe aus den Redaktionen Frankfurter Schule, also Spiegel, FAZ, sucht es euch aus, was eigentlich auf den Ebenen überhaupt so stattfindet. Das war so auch mein Antrieb, warum ich mit dieser Thematik überhaupt angefangen habe, um einfach mal so ein bisschen in den Kaninchenbau hineinzuschlüpfen. Jetzt über die Zeit, jetzt auch vor allem über die Zeit über Corona, ist das Verhalten in der Gesellschaft so grassiert in einer Art und Weise, wie ich es mir nicht mehr anders vorstellen kann, dass es noch schlimmer werden könnte, aber es wird noch schlimmer. Angefangen von irgendwelchen Begriffen, die man ständig, nicht nur Corona, auch andere Begriffe, die ihr in den Social Medias hört. Was sind das so für die gängigen? Ihr könnt sie mir zurufen, oder? Bitte? Ja, unter anderem Klopapier, nein. Aber wisst ihr, wir sind an der Position, wo wir anfangen, andere Menschen zu diskreditieren. Sei es über die Politik, sei es Black Matters, sei es sonst irgendwas. Ja? Und es gibt in vielen Gruppen, die sich auf verschiedenen Ebenen zwar verbinden, weil sie sich da gleich finden mit der Thematik, aber doch wieder andersrum sich für total weltliche Sachen interessieren, das eigentlich völlig konform steht. Also es ist wirklich teilweise ein Widerspruch, wenn man auf Facebook-Profile sieht, was die alles posten, für was die sind. Aber wenn wir sie in Konsumpose sehen, denke ich mir, hallo? Versteht ihr, was ich meine? Da stimmt irgendwie das Bild nicht. Und dann springt man ständig in diesen Flow von irgendwelchen Dingen, die man gerade sieht und hört und spekuliert. Und mittlerweile, was ist denn heute Verschwörungstheoretiker? Mal im Ernst. Also 2001, ja, wenn du da mit dem Wort kamst, warst du es. Ja? Es war kein Angriff. Dann sprach man von der Weltordnung. Und jetzt mittlerweile spricht jeder davon, vielleicht habt ihr den Post gesehen, Greta verlangt ein neues System, eine neue Ordnung. Jetzt ist man plötzlich an dem Punkt kein Weltverschwörungstheoretiker, geht es aber um Rassismus. Geht es aber um, versteht ihr, es ändert sich plötzlich in der Gesellschaft, dieser Mainstream, in der Doktrine, in allen Seiten die Menschen zu beschäftigen mit Themen und Thematiken, dass sie der Mensch verliert sich komplett selbst. Er hat keine Identität mehr. Er weiß nicht mehr, was er glauben soll. Er weiß nicht mehr, wo er mitschwingen soll. Es gibt so viel. Was glaubst du denn noch, was irgendwo was rumerzählt wird? Welche Gruppen sich bilden? Doktor, Professoren, whatever. Ernsthaft? Das nimmt uns so viel Zeit weg. Wie, wenn ihr mal hochrechnet, wie viel Zeit man verbringt, nur damit klarzukommen, was in der Social-Welt eigentlich los ist, da wirst du Frührentner. Und als ich das so bemerkt habe und realisiert habe, wie krass das geworden ist, habe ich kein Empfinden mehr danach, der Menschheit irgendwie noch was zu sagen, was vor ihren Augen liegt und sie nicht verstehen wollen. Und an dem Punkt bin ich dann auch, wo ich sage, ich mache solche Vorträge unter engem Kreis kein Thema. Ich kann schon keine E-Mails mehr beantworten. Wirklich, es tut mir schon im Herzen weh.
dass ich schon 2 Jahre alte E-Mails nicht geht nicht. Ich krieg's nicht hin. Weil es einfach zu viel ist. Ihr habt ja, glaube ich, den ersten Teil gesehen. Oder wer hat den, darf ich fragen, wer hat den ersten Teil gesehen? Okay. Wer hat den Vortrag schon mal ganz gesehen? Okay. Also, wir können Folgendes machen, weil es ja eigentlich eher auch mehr thematisch in Richtung Musik gegangen ist, mache ich jetzt den zweiten Teil, okay? Für jeden, der den ersten Teil noch nicht gesehen hat, geht auf YouTube, gebt meinen Namen ein, könnt ihr euch anschauen, okay? Weil sonst wird das, also ein Vortrag geht etwa 1,5 Stunden, das sind 2 davon, das wird eine lange Nacht. Habt ihr eure Schlafsäcke dabei? Okay. Ist das in Ordnung für euch? Okay. Okay, also, um noch kurz abzuschließen, ich hatte vorgehabt, eine neue Version zu machen, weil ich Dinge neuestens gesammelt habe und ich noch zum Glück Zugang hatte zu dem Server für diesen ganzen freien Journalisten. Aber ich glaube, wenn ich mich da so weit jetzt hinauswagen würde, würde es schon einige Erdbeben geben, auch auf politischer Ebene. Ich weiß nicht, wie weit ich überhaupt mich noch hinauswagen darf. Es ist wirklich sehr kompliziert. Aber ich glaube, letzten Endes ist das, was ich schon grundlegend mal gesagt habe, daran kann ich nichts ändern und werde ich auch nichts ändern. Und ich glaube, wenn man das nicht verstanden hat, dann ist auch die größte Sensation, was man herausbringen könnte, würde nicht helfen. Okay? Und deswegen werden wir uns jetzt erstmal nur den Teil anschauen, was jetzt die Musik beinhaltet. Natürlich bräuchte man den ersten Teil, aber ich versuche immer wieder mal jetzt eine Brücke zu schlagen. Und dann hoffe ich, dass ihr soweit mitkommt. Wenn ihr irgendwie nicht mitkommen solltet und ihr merkt, ihr werdet müde oder irgendwie, okay, wir können kurz ein bisschen aufstehen, die Hände schütteln und weitermachen. Oder wenn ihr Fragen habt, kurz melden, dass wir vielleicht nach hinten raus ein bisschen nicht so viel Frage-Antwort haben. Gut, also, Thema Musik. Ich glaube, ihr habt alle schon mal für euch persönlich festgestellt, dass die meisten Stars, die man so in dem Mainstream sieht und hört, eins gemeinsam haben. Sie gehören irgendwie alle zum selben Kreis. Ja? Sei es Walt Disney, sei es bei irgendwelchen Großveranstaltungen, sei es bei Eurovision, irgendwie alles irgendwie so ein Club. Ja? Und das merkt man auch bei den MTV Music Awards. Ja, es sind immer fast dieselben. Es ist immer dasselbe. Und wenn die Generation vorbei ist, dann kommt die nächste Generation, die jetzt schon vorbereitet wird. Ich habe ja heute Morgen so ein bisschen erzählt von meinem kleinen Lebenslauf, dass ich ziemlich lange Zeit, leider zu lange, DJ war in Stuttgart und das eben bis zu 5 Nächte die Woche. Und das Phänomen beim DJen ist, dass du die Menschenmasse mit Musik beeinflussen kannst, anhand der Stimmung. Und oftmals war es so, dass wenn ich einen Anruf bekam von dem Nachtkoordinator, dass an irgendeiner Bar nicht viel lief, dann wusste ich, welche Musik ich dann zu laufen habe, dass die Leute dann die Tanzfläche frei machen und dann zu den Bars gingen und tranken. Wenn aber wieder Stimmung aufkommen sollte, wusste ich ganz genau, wo ich reingreifen musste. Ich konnte dafür sorgen, dass die Jungs sich prügelten. Ich habe ja immer Menschen beobachtet, die rumstanden und so, ja, um einfach die Stimmung aufzunehmen, irgendwie mitzugehen, um die Stimmung aufrechtzuerhalten, einen Höhepunkt zu haben, dann wieder runter abkühlen zu lassen und so. Das sind einfach so Erfahrungen, die man so sammelt. Du hast dein Publikum mal so, dein Publikum mal so, R&B, Hip-Hop, dann hattest du 80er, 90er, dann hattest du die 70er, wir hatten querbeet durch. Ja? Interessante Zeit. Ich finde, positiv genommen, muss ich sagen, ich habe echt eine richtig große Bandbreite an Erfahrungen in allen musikalischen Bereichen in dem Fall. Aber das war auch so ein bisschen mein Damoklesschwert. Letzten Endes. Aber zumindest mal, technisch gesehen, ist Musik, und da sind wir uns alle einig, ist beeinflussbar, oder? Denn ich glaube, wenn ihr mit euren Stöpseln irgendwo drin sitzt oder in einer Parkbank oder sonst irgendwo und ihr lasst die Musik laufen, dann seid ihr doch emotional getragen, oder? Weil die Musik euch doch lenkt, gedanklich. Oder versucht ihr beherrschend die Musik euren Gedanken überzustülpen. Das ist wie so ein
Seifenblase reinsitzen, fernfliegen. Oder? Ja oder nein? Schon. Also ihr seht, allein das schon bewirkt, wenn man musikalisch irgendwie angetatscht ist, bewirkt es emotional und vor allem dadurch auch psychisch sehr viel. Es ist ein Türöffner quasi. Wenn wir uns die Musik mal ganz technisch anschauen, also wirklich basic, absolut basic, dann besteht ja die Musik eigentlich aus drei Elementen, nämlich Rhythmus, Melodie, Harmonie. Right? Das hat man, wenn dann, in der Kombination, wenn ihr es lesen könnt, in der klassischen Musik, bei den Chorliedern, volkstümlichen Lied, ich meine jetzt nicht diese Hansi Hinterseher, Hofstadler, sondern wirklich so kulturelle Lieder, ja, findet man sie, Lobpreis, Balladen. Jetzt, die Technik in der heutigen Zeit ist sehr interessant. Wenn man die Harmonie herausnimmt. Harmonie, was bedeutet Harmonie? Das sind eigentlich immer so die Akkorde. Ja? Das ist, eigentlich ist das, was Rhythmus und Melodie miteinander verbindet, die Harmonie zwischen diesen beiden. Und wenn ich die Harmonie herausnehme und sie in den Rhythmus drunter lege, dass eigentlich die Hauptkomponente, die ganze Musik trägt, die Harmonie, zu einem quasi dazu Bestandteil, also Rhythmus plus noch einen Rhythmus, was früher Harmonie war, findet man was Interessantes, nämlich nicht nur bei Studien, dass dadurch Alpha-Frequenzen, jetzt muss man beim ersten Vortrag dabei gewesen sein, Alpha-Frequenzen entstehen, wenn hypnotische Trance geschieht. In welcher Form auch immer, spielt man keine Rolle, aber grundsätzlich geschieht dadurch eine gewisse Art von Hypnose. Ja? Und wenn man heutige Musik sich anhört, dann in diesen ganzen, also manchmal höre ich schon rein ins Radio, ja, auch als ich hergefahren bin, wollte ich einfach mal so durchhören, was hat denn so Schweiz gerade so auf dem Popkanal? Meine Güte, da weißt du nicht, ist es eine Kreissäge, die im Hintergrund kreischt oder eine Kuh, die man falsch gemelkt hat? Ey, das ist ja nicht normal. Geräusche, das ist alles Synthesize-Effekt letzten Endes. Und das wird eben getragen auf der Harmonieschwelle, weil Harmonie ist eigentlich genau der Punkt, wo die Emotion am meisten initiiert wird. Dass es aber in einen Algorithmus reinkommt, durch eine quasi hypnotischen Rhythmus, da sage ich es ja schon, wird quasi noch die Harmonie mit dem Rhythmus belegt, sodass es noch verstärkt wird. Es wirkt wie ein Verstärker quasi. Und das hörst du rauf und runter heutzutage. Vergleicht mal, nee, macht's nicht, vergiss es, nicht vergleichen. Alles gut. Rausschneiden. Jetzt, wir müssen ja mal verstehen, woher die Musik eigentlich kommt, die wir heute hören. Und wenn ihr mal ganz weit zurückblickt in der Geschichte, wie Amerika angefangen hat mit diesem ganzen Soul und dem Funk und dem Blues und dem Jazz, wo vorher alles eigentlich hier abstand, dann findet ihr eigentlich den Ursprung im Okkulten, nämlich Haiti. Denn viele, der dort ausgewandert sind nach Amerika, vor allem Anfang der 1910, waren junge, talentierte Männer, die auf der Straße eine völlig andere Art von Musik gespielt haben, was die Amerikaner so noch nie gehört haben. Und wie es der Teufel will, im wahrsten Sinne des Wortes, pickt er sich die raus, die er brauchen kann und macht aus diesem Rhythmus und diesem ganzen, ja, hat er so... Also ihr müsst ja schon verstehen, ihr wisst, dass in Hesekiel 28 steht, dass... Nein, stellt euch das mal anders vor. Ich muss es anders angehen. Überlegt mal bitte. Gott schafft die Engel. Und Gott schafft einer dieser Engel besonders. Ganz besonders. Und Gott erfindet die Musik. Und stellt als, ich sage jetzt mal, als Gegenstand des Ausdrucks dieser Musik diese Instrumente her, den er diesem einem Engel gegeben hat. Das heißt, bis dahin kannte kein anderes Wesen irgendwie etwas von Musik. Kein anderes Wesen als nur dieser eine Engel. Und er war verantwortlich dafür. Bekam den ganzen Segen, die ganze Kraft und Macht, die er kriegen kann. Glaubt ihr nicht, dass so ein Engel, wenn er hier schon auf der Erde gefallen ist und sich alles genau angucken kann, einen Prozess verfeinern kann anhand von ein bisschen Geklimpere und heute daraus einen Megasound zu machen? Nur mal so nachgedacht.
aus dem bisschen, was die Menschen von sich geben, kann er sie groß machen und ihre Talente nutzen für seine Zwecke. Aber da kommen wir noch drauf. Aber vor unseren Augen grundsätzlich werden tatsächlich okkulte Rituale auch durchgeführt. Und es hat diesen Rattenschwanz, den man jetzt nachverfolgen kann. Ja, also wenn man sagen kann, okay, gut, Musik mag vielleicht davon herkommen, vielleicht waren sie auch okkult belastet, weil sie als ihre Religion war. Naja, ich gehe mal noch weiter. Wenn so ein Mensch in so einem Kulten Religion aufwächst und damit zu tun hat, was glaubt ihr, wie viele Befreiungsgebete so ein Mensch bräuchte? So viele gibt es gar nicht, glaube ich, oder? Also selbst so ein Mensch ist schon vorbereitet für Satans Werkzeug, sozusagen. Und dieser Rattenschwanz, solche Menschen zu finden und aufzubauen, sie zur Schau zu stellen, vor unseren Augen. Und das Grundprinzip lautet für diese Menschen, die es auch machen, die dahinter stehen, lautet eben interessanterweise ihr Credo, wie im Himmel, so auch auf Erden. Jetzt, dieser Mann war Mitgründer, eigentlich der Gründer, da streiten sich ja noch die ganzen Freimaurer selber drüber, war der Gründer einer Loge damals, und es war auch genau interessanterweise zu der Zeit, als diese Musik aufkam. Ich habe nochmal nachrecherchiert. Dieser Mann veröffentlichte danach dieses Buch, diese Enzyklopädie, und da sagt er, er sagt in seinem Zitat, in dem Buch, unter den breiten Strömungen menschlicher Geschichte fließen die unsichtbaren Unterströmungen der Geheimgesellschaften, die regelmäßig in der Tiefe die Veränderung bestimmen, die dann an der Oberfläche sichtbar werden, was so viel heißt wie ein Sämann zu sein. Er nimmt Satan kopiert, das müsst ihr lernen, Satan kopiert Gott nach, auch in der Anbetungsform. Und wenn Jesus sein Wort durch uns verbreiten möchte, gibt es auch bei Satan Leute, die quasi das verbreiten. Und zwar so sehr, dass es genau in diese Tiefen der Erde eindringt und dann die Oberfläche, das heißt die Früchte dessen, was dann kommen soll, sichtbar wird. Okay? Die sehen den Samen und wir werden gleich sehen, wie das funktioniert. Das ist das Buch. Jetzt mit diesen Geheimgesellschaften, ich will nicht kurz reingehen, schaut euch Walter Veit an, dann habt ihr, glaube ich, alle Informationen. Nur ganz kurz vielleicht dazu, die Musikgesellschaften, die da wirklich, vor allem die Musikindustrie, die da wirklich groß mitarbeiten, die sind also nicht hier in den unteren Riegen, die sind hier schon ziemlich weit oben. Ja, also ihr werdet auch gleich sehen, warum. Das ist diese geheime Gesellschaftsführung. Ja? Und unten drunter, in diesen Logenbereichen, da liegen dann quasi diese ganzen Künstler, die dann sich selber auch feiern in ihrem Reichtum, in ihren Villen, in ihren Autos und Eskapaden, whatever. Ja? Also die arbeiten zwar zusammen, aber jeder ist trotzdem für sich. Ja? Die Industrie ist für sich und die Künstler sind für sich. So. Jetzt kam dann mit der Zeit vor der Flower Power Bewegung Aleister Crowley, ein junger Mann, der selbst eigentlich aus einer christlichen Familie kommt, bis er das Okkulte entdeckt hatte, hat sich sehr stark damit beschäftigt. Ich will nicht mehr auf diesen Mann eingehen, das ist sowieso, also der muss wirklich ein Psychopath gewesen sein eigentlich. Ein verrückter Mensch, total. So ist er zumindest geworden, ja, weil er hat sich dann auch mit sehr okkulten und Hexereien beschäftigt, sehr viel. Also er hatte auch einen sehr oberen Grad in der Hexerkunst. Und er war dann berufen worden zu dieser noch bestehenden Golden Dawn Loge als Oberster. Ja, hier sieht man auch noch einige Embleme von denen, das Original. Und da wurde er einberufen und das war sein offizielles Bild dazu als oberster Freimaurer, 33 Grad. Also da sitzt du wirklich auf dem Thron in dieser Loge und tust Befehlen, sozusagen. Weil du connected bist mit Spirits, also mit Geistern, sozusagen. Ja? Und so kam das dann auch, weil er sich mit diesen Geistern zusammengetan hat, dass er dann auch ein Buch herausgebracht hat, das für diese Loge gilt. Ja? Das Buch, The Book of the Law, das Buch des Gesetzes. Das Problem an diesem Buch aber ist nur, es gibt, obwohl es so heißt, gibt es eigentlich nur ein einziges Gesetz. Und das hat man dann auch in der Musikindustrie auf den Labels immer gesehen. Und das sieht man teilweise auch noch auf irgendwelchen Tweets oder so von den Künstlern. Tu, was du willst. Das sei dein einziges Gebot.
Und das heißt, dieses Buch, ihr müsst euch vorstellen, dieses Buch ist quasi die Bibel für die Musikindustrie, die die ganze Welt umspannt. Okay? So, jetzt kann man sich gerne das Buch mal anschauen. Kann man gerne mal drin lesen. Ich empfehle es nicht. Es ist hochokkult, es ist satanisch, es ist rituell. Es zeigt dir den Plan eigentlich über den Kabbalismus. Ich komme noch drauf. Was heißt, kommen wir drauf? Er hier soll drauf kommen. Dr. Lightman, er ist quasi der Guru unter den Kabbalisten. Ja? Jetzt nur mal von ihm persönlich eine Aussage. Ich hoffe, die Lautstärke passt jetzt. Was er selber dazu sagt. Wir hören jetzt wieder nichts. Das kann aber hoffentlich nur an mir liegen. Ja, das liegt an mir. Yes, so you entered some kind of a closed place. Wir fangen nochmal von vorne an. Entschuldigung. Das war ich jetzt. Das war es nicht du. Okay. So, nochmal. In der richtigen Lautstärke. Hoffentlich. Okay. Es ist auch auf Deutsch nebenan geschrieben. Das ist jetzt nicht. That's not true. I was a nun for a year, a Buddhist nun in Tibet. Yes, so you entered some kind of a closed place. Did you do anything with your body? No, meditation. I sat and meditated. In Kabbalah you also have meditation. That's not true. You don't have meditation in Kabbalah? No. Okay, fine. It's totally opposite. It's a completely opposite system. No matter how you put it, all the systems, and the systems of the East in particular, are based on destroying the desire to receive, on destroying the ego. Right, the ego. Kabbalah says that you should increase the ego? Sure, to increase the ego. Yes, the wisdom of Kabbalah is the wisdom of receiving, the wisdom of how to be filled, of how to grasp reality. One has to be cruel and to feel himself as tight-fisted and as a careless spender and as lustful and everything. And he has to go on living with all this, and not to suppress anything, but on the contrary, to develop it. Hatten wir nicht heute Morgen dieses Thema, Willenskraft? Jetzt überlegt mal, wenn Kabbalismus das bedeutet, dass ich quasi deinen Ego zerstöre, indem ich über dich herrschen kann, indem du mir folgst, das tust, was ich dir sage, weil ich deinen Willen habe, das zu tun, was ich will. Hier, JC auf seinem Emblem, das war seine Mode, die er verkaufte, tu, was du willst. Zu der Zeit dann man hat es zwar politisch aufgesetzt, man nutzte diese Zeit damals im Vietnamkrieg. Man nutzte genau diese Gelegenheit, damit quasi jetzt eine neue, also ehrlich gesagt finde ich, das war eigentlich der Ursprung des New Age, des neuen Zeitalters. Weil seitdem kam die ganze Esoterik, seitdem kam diese ganze Musik dazu, diese ganzen neue Religionen und so weiter. Das war der Ursprung vom New Age, so gesehen. Gegründet nach dieser Ideologie, in diesem Buch, es gab die Handlanger und es gab die Handlanger und es gab auch die Künstler, die speziell für Musik tätig waren, ja, auf allen Ebenen. Ja, und die Flower Power, ich brauche da nicht viel zu erzählen. Und dann gab es in den 80er Jahren einen Künstler, er war so der Musterknabe in dieser Loge, sage ich mal. David Bowie, er war wirklich sehr, sehr bekannt und wurde auch von vielen, vielen Menschen verehrt. Und in einem seiner Songs 1976, Station to Station, beschreibt er in seinem Song tatsächlich, quasi in diesem, und das war ein Top-Hit, quasi wie man dem, übrigens, das sind diese Stufen, die man hier im Kabbalismus zu wandern hat. Ja. Und er beschreibt es, und wenn er das so beschreibt, schaut mal. Achtung, wir gehen den Weg des magischen Wegs von Keter zu Makuta, also von oben nach unten.
Und während er so sang, habt ihr irgendwas bemerkt an seiner Hand? Schaut, als er das beschrieben hatte, wie wir jetzt gehen, Achtung, seht ihr das? Also gebt die Hand hoch, wir starten oben und gehen dann nach unten. Ja, das war das offizielle Video, was dann auch im Fernsehen lief. Und er selber hat ja, und man muss ja sagen, er war ja das Idol in den 80er Jahren. Er war quasi so der Zünder in dieser ganzen Wave-Bewegung. Er war der Künstler, der alle anderen inspiriert hatte, auch Prince damals und so. Ja. Und er sagte selbst, I'm closer to the golden dawn immersed in Crowley's Uniform. Also ich bin näher an der Golden Dawn eingetaucht in Crowley's Uniform der Symbolik. Ja, so hat er sich auch ablichten lassen. Ja, und nicht nur zu der Zeit, sondern auch dann, als die neuere Generation kam, sieht man auch, wie sich die Stars eben dazu äußern, in ihrem persönlichen Auftreten. Die gehören allesamt derselben Geschichte an. Übrigens, Michael Jackson, nur mal so am Rande. Ich fand es interessant, dass als dieses Album rauskam, das war noch vor 2001, wenn ihr mal schaut, also dieser Fußboden ist häufig bekannt bei den Freimaurern. Diesen schwarz-weiß Fußboden. Jetzt, das ist aus dem Album, das Titelbild Blood on the Dance Floor. Und da sieht man jetzt im Hintergrund eigentlich New York, das eigentlich ihr seht es im Hintergrund, diese Staubwolke. Seht ihr das? Ja, hier die Türme. Könnt ihr ja sehen. Der andere fehlt, das ist nämlich nur einer, und das, weil er so in Rauch aufgegangen ist. Und er hat quasi seine Handposition auf 9 Uhr und 11 Uhr Position und mit dem Trauerfloor. Vor 2001. Ja, hier hat man Crowley, auf dem Titel. Beatles, sieht man auch hier oben, Aleister Crowley, waren auch in dieser Loge. Ozzy Osbourne hat auch ein Lied gewidmet, Mr. Crowley, kennt vielleicht der eine oder andere, hoffentlich nicht. Hannah Montana, Crowley Met 'Em All, The Doors, in ihrem Album 13 haben sie sich versammelt um die Büste von Aleister Crowley. Stairway to Heaven. Dieses Lied war Crowley gewidmet. Und dieses Haus, in diesem Haus hat Crowley gewohnt, wurde dann eingekauft von dem Gitarristen von Stairway to Heaven. Na? Dankeschön, Led Zeppelin. Übrigens, auch zu der Zeit, massiv von 0 auf 100. So wie heute quasi Rihanna taucht einmal auf und ist die oben. Das Muster von diesen ganzen Generationsmusikern ist immer das Gleiche. Es ist immer derselbe Fingerabdruck. Nur halt moderner. Ja, das ist schon, naja. Und dieses Haus hatte damals der Crowley The May Queen genannt. Und jetzt ist was Interessantes. Als sie Stairway to Heaven komponiert haben, ist genau das hier zu lesen. Ja, vielleicht hört man es auch, ich hoffe es. Achtung. Nee. Okay, das ist jetzt der Originaltext zu dem Lied. Ja. If there's a bus, lest den Text selbst. Ja. Falls es raschelt in der Hecke, macht dir keine Sorgen, es ist ja nur ein Frühjahrsputz für die Maikönigin. Wenn man jetzt da die Platte anhält, genau an dem Punkt nach dem Wort Maikönigin, und jetzt rückwärts laufen lässt, die Passagen, dann hört man das her. Dies ist für meinen süßen Satan, derjenige, dessen kleiner Pfad mich traurig macht, dessen macht Satan ins, er wird denen, die mit ihm sind, die 666 geben. Aber genau nur an der Stelle, in dem ganzen Kontext von dem Lied, worum es eigentlich geht, ist dieser Abschnitt, hat mit dem Kontext von dem gesamten Song überhaupt gar nichts zu tun. Das ist so, wie wenn sie plötzlich wie so ein Zwischengedicht reinwerfen. So wie so eine, ich gebe mal kurz ein Statement so, von jemand anderem, whatever. Mittendrin, in der Chronologie vom Aufbau einer Geschichte in einem Lied. Hä? Aber wenn du genau da anhältst und rückwärts laufen lässt, hast du das hier. Könnte Zufall sein. Vielleicht überhört man das ja auch. Ich weiß nicht, habe ich das auch? Nee.
Und wenn wir uns die ganzen Stars anschauen, die wir kennen aus dem Mainstream, jung wie alt Generationen, könnt ihr mir sagen, gibt es jetzt noch irgendeinen, den ihr nicht kennt, der nicht irgendwie mit irgendeiner Symbolik oder sonstigen Dingen irgendwie aufgetaucht wäre? Im Mainstream, auf den Videos, auf den Clips, in ihren Kleidern. Der Fingerabdruck ist immer derselbe. Ja? Und so haben wir letzten Endes, und es funktioniert nun, damit ihr mal seht, wie sowas aufgebaut wird auch. Ja? Und das könnt ihr gern zurückverfolgen in der Geschichte. Fangt in den 40ern an. Ach was, fangt in den 30ern in Amerika an. Da hat man schon so angefangen. So, jetzt wie funktioniert sowas? So generationsübergreifende neue Stars aufbauen. Christina Aguilera kennt man eigentlich von Walt Disney als Moderatorin und so ein bisschen, ja, da sieht man sie. Ja, hier damals noch mit Justin Timberlake. Und die waren erstmal dadurch bekannt, dass sie überhaupt präsent waren. Ah, das war Britney Spears übrigens. So, Walt Disney, ihr wart jetzt nicht beim ersten Vortrag dabei, ist eine andere Geschichte. Schaut euch den ersten Vortrag an. Jedenfalls ist sie dann letzten Endes von einem kleinen Mauerblümchen, wo die Videos noch absolut anständig waren, wo noch wirklich, also man hat tatsächlich nach und nach in diesen ganzen Songs, wenn man genau hingeschaut hat, hat sie immer wieder mal so den hier gemacht oder andere Symboliken, immer wieder, ja, so als Mauerblümchen. Interessant war auch immer die Videoclips, da waren meist 6 Tänzer da oder es war vieles in Schwarz-Weiß und dann wieder in diesem Blau- rosa Farben Hintergrund Kombination, so hellblau, rosa, lila, wird sehr häufig verwendet. Ja? Vor allem gerade dann, wenn so junge Stars quasi heranwachsen müssen, wie so kleine Puppen, Schmetterlingspuppen. Ja? Die müssen jetzt reifen, ja? Die müssen performen lernen und so weiter als Kiddies. Ja? So. Bevor aber der große Wechsel dann kommt, weil eine Generation bleibt ja nicht immer gleich, die wechseln ja, Teenager werden pubertär und irgendwann werden sie junge Erwachsene und dann geht es weiter. Um aber diese Welle mitzunehmen, ja, dabei zu bleiben, und da sieht man auch ganz schön, das war eins der letzten Alben, wo sie noch als Mauerblümchen auftrat. Man kann im Hintergrund schon ein bisschen was sehen, einmal diesen Ziegenbockkopf, ja, und man sieht auch hier so ein bisschen von dem Schmetterling, das ist sehr wichtig, weil genau so heißt das Programm, nämlich nennt sich das Monarch-Programm in dieser Musikindustrie. Du fängst als kleine Puppe an und entfaltest dich dann als Schmetterling. Aber bevor das geschieht, werden nochmal ganz klar, nochmal viel, die spielen so gern mit Symbolik in den Musikvideos, das ist schon krankhaft. Also wenn ihr jetzt einmal das gesehen habt, wie die mit Symbolik arbeiten, schaut euch jeden Videoclip an. Ihr seht sofort, was abläuft. Sofort. Das ist wirklich, als ob die nichts mehr Neues erfinden würden. Das ist langweilig, für mich mittlerweile. Und plötzlich ist sie dann quasi erstmal weg. Man hört nichts von ihr. Das Einzige, was man hört, sind Skandale. Nicht nur Skandale, ja, mit Drogen und Party. Also vergisst nicht, man züchtet Teenager, die dann in Konzerte gehen, weil sie ihr Vorbild sehen. Ich muss mal kurz zurückzoomen. Ich muss mal ganz kurz schauen, ob ich dieses Video nicht sogar da habe. War das das? Genau. Also das ist eins der seichten Zeiten, ja, anständig. Die Wortwahl war noch sauber. Ja, und so trat sie dann überall auf. Jetzt. Zielgruppe Teenager, nicht wahr? Hauptsächlich, oder? Jetzt, was machen Teenager? Kennt ihr das? Vorm Spiegel stehen? Okay. So, jetzt hat man die Generation, Fremdschämen, ich weiß, es geht mir nicht anders. Aber jetzt hat man die Generation genau da, wo man sie haben will, oder? Sie kleiden sich wie sie benehmen sich wie sie, wie in den Videos, ja? Woher kommen denn die ganzen Namen, die man sich heute so unter den Jugendlichen auf den Kopf wirft? Sprüche, woher kommen die denn? Kennt ihr mal die Texte von den ganzen US-Rappern? Woher die Sprüche übersetzt kommen? Nur mal so am Rande. Auf jeden Fall, jetzt macht sie Schlagzeilen, Negativschlagzeilen, Vorbildfunktion, mit Drogen, Party. Ja klar, die Teenager werden erwachsen. Auch Drogen, auch Party, ist doch klar, tätowieren. Und jetzt kommt es aufs Äußere an. Und dann war plötzlich nach einer
Weile, wo man sie nicht mehr sah, tauchte sie wieder auf. So. Also von Mauerblümchen, Szenario, tada, plötzlich jemand Neues. Was soll ich sagen? Die ersten Videoclips waren, ja, es ging nur noch um Perversion. Und das Krasse ist, in diesem Album, als diese Verwandlung kam, war mitten in diesem Cover dieses Bild zu sehen. Das ist nur ein Teil des Bildes. Okay? Wie kommt sie rüber für euch? So. Wenn ihr sie jetzt so seht. Lauter. Ja? Also so richtig, ich bin hier so der... Was noch? Lauter. Der zweite Teil des Bildes sieht so aus. Okay. Jetzt analysieren wir mal. Wieso ein Millionenalbum an junge Erwachsene freigegeben wird. Da haben wir einen Ziegenbock, der gehäutet ist. Da haben wir einen Hexenkreis mit schwarzen Kerzen. Hier haben wir ein Kind. Achtung, der Fuß liegt auf dem Kind, nicht wahr? Was sagt Kabbalismus? Das Ego zerstören, nicht wahr? Wodurch? Was bedeutet wohl Messer? Wie halten wir den Ego under control? Von klein auf. Mit Angst, oder? Und jetzt, aber was für eine Angst? Was meint ihr, was das für ein Buch ist? Das ist die Bibel. Also das heißt, Achtung, nur mal nachdenken. Sie hat den Fuß auf ein Kind. Okay? Neben dem Kind liegt eine Bibel, von dem ein Messer ausgeht auf das Kind. Was soll das wohl sagen? Die Bibel ist eine Gefahr, oder? Das heißt, alles, was quasi moralisch aus der Bibel kommt, was Gott eigentlich für die Menschen vorsieht, ist eine Gefahr für euch. Okay? Aber sie herrscht darüber, über das Bestimmen. Hier seht ihr noch ein Kind, das entblößt ist, was auch in Angstzustand versetzt wird, um hörig zu sein. So sieht das ganze Bild aus. Millionenfach gesehen. Also, ja, und das seht ihr quasi hindurch. Jetzt, wenn ihr überlegt, anhand dem, wie sie immer auftreten, dann merkt ihr auch, dass die Stars, ich meine, ich habe das oft beobachtet, wenn man sie in Flagranti irgendwie beim Einkaufen erwischt, haben sie meistens nur Jogginghosen an oder Schlabberlook. Sobald sie aber einen Auftritt haben, haben sie irgendwie Klamotten an. Also Lady Gaga, denke ich, ist ein absolutes Beispiel dafür. Und man arbeitet sehr, sehr stark mit Modestil. Man sieht es auch daran, weil, schaut mal, man erkennt doch quasi unter den Leuten, was für eine Art Musikrichtung sie hören, oder? Also wenn ich jetzt sage, wie sehen die Heavy Metaler aus? Habt ihr ein Bild vor Augen, oder? Okay. Wenn ich jetzt sagen würde, wie kleiden sich so die gern Rap hören? R&B, Hip-Hop. Habt ihr ein Bild vor Augen, oder? Also, heißt, ist doch interessant, wenn Musik nicht nur dazu sorgt, dass es dich emotional trägt, sondern sogar über dich bestimmt, wie du aussehen sollst, da haben wir genau wieder den Punkt. Den Willen des anderen zerstören, ich herrsche über dein Ego und zwing dir meinen Willen auf sozusagen. Und es funktioniert, weil es verpackt ist mit Emotionen, Musik. Und wir machen es einfach nach, weil wir dazugehören wollen, weil wir Anerkennung wollen, weil wir genau das vor das Angst haben, was uns eigentlich dagegen steht, nämlich mit solchen Menschen zusammen sein, die moralisch richtig leben und nicht unter okkulten Einflüssen.
Genau, und deswegen hat auch hier die Musikindustrie, damals zumindest, der lebt ja nicht mehr, war einer von ihnen, Alexander McQueen, auch bei ihm kann man seinen Werdegang sehen mit okkulten Symboliken in seiner ganzen Kreation, die er hatte, ja, mit Baphomet-Kult. Er hat sogar der Helena Blavatsky ein Modeauftritt präsentiert, ja, anhand ihres Buches. Und derjenige, der sie nicht kennt, das ist das Pendant zu Ellen White im Okkulten. Also sie ist quasi genau das Gegenteil von Ellen White. Im Okkulten. Genau. Und dann auch hier, und das ist sehr interessant, immer wieder sieht man, wenn so ein Wechsel stattfindet, bevor dieser Wechsel stattfindet, sieht man meistens Symbole von Schmetterlingen. Ja, auch bei ihm war das der Fall, ja, der war noch nicht so bekannt, der war so eher noch in der unteren Riege. Dann hat man ihm sicherlich ein Angebot gemacht und plötzlich änderte er auch seine Mode. Ja, schaut mal, hier. Diese Frau hatte übrigens den Baphomet als Kleid an mit der Schlange obendrauf, als, ja, hier am Kragen. Und hier die Ziegenbockfüße. Und genau diese Stilistik hatte dann auch Lady Gaga. Ja? Und bei ihr habe ich ja schon anfangs gesagt, bei ihr kann man, was die okkulte Symbolik betrifft, da kannst du dich austoben. Das ist wirklich eine Spielwiese. Das hier war übrigens, als sie, das war noch zu ihren Anfangszeiten, da ist sie gerade so bekannt geworden. Ja? Da hat sie so die ersten Abräumer gehabt. MTV Music Awards, ihre erste Auszeichnung. Man vollbrachte vor laufender Kamera, vor Milliarden von Menschen, ein Freimaurerritual auf der Bühne, wo sie sich dann so mit dem Messer und Blut, ja, und dann wurde sie hochgezogen. Hinten sieht man die Freimaurerarchitektur und oben war so ein Baphomet-Kopf, wo sie dann hochgehoben wurde. Also, so, wie sich, komm. Aber die Leute denken, das ist Show. In Wirklichkeit hängt da viel mehr zusammen, ja, und so präsentiert sie sich danach dann auch, ja. Mit derselben Pose, mit derselben. Und Menschenmassen, mittlerweile nicht nur Teenager, mittlerweile auch junge Erwachsene und Erwachsene, die rennen ihr hinterher. Ja, hier sieht man auf ihrem Video, ja, also zum Beispiel hier Ziegenbockkopf, das sieht man jetzt sehr schlecht, schwarz-weiße Wände, sieht man jetzt alles ganz schlecht. Er hier war meistens verantwortlich für die Musikvideos von Lady Gaga. Ich meine, mehr brauche ich ja dazu nicht mehr sagen, oder? Wisst ihr, wer das ist? Wer ist das? Glaubt ihr? Das ist Lady Gaga. Das war sie vorher. Red and Blue, übrigens, wie ich ja schon sagte, in den ganzen Musikvideos, schaut mal, wie oft, gerade wenn Frauen Musikvideos haben, wie oft dieses Rot und Blau in Kombination oft gezeigt wird. So in den Anfangsphasen von solchen Künstlern, die gerade bekannt werden. Sehr häufig. Und auch hier, gerade in dieser Umrissphase, in dieser Umschwungsphase, genau dasselbe Bild. Immer dieselben Symboliken. Schmetterling, Britney Spears genauso. Also man könnte jetzt wirklich durch die Bank weg, ich könnte jetzt jeden hernehmen, auch heute noch, das ist nicht anders, ja, auch das, was man jetzt in den Top Ten, auch in Deutschland, was da so abläuft. Leute, es ist eine Musikindustrie und jeder, ich sage das nachher nicht so, dass ich das sage, sondern das sollen die Künstler selber sagen. Ja. Und zwar hier auch nochmal Pink, ja, und zwar auch auf der Bühne, das ist eigentlich das typische Freimaurerritual, das heißt, so bist du angezogen, wenn du einer Loge beitrittst, und zwar egal in welcher Loge. Das ist deine Montur. So musst du aussehen. So sah nämlich der allererste aus, der aufgenommen wurde zu der Zeit. Aber mitten auf der Bühne ist doch kein Problem. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, warum MTV sein Studio direkt im selben Gebäude hat wie die Freimaurer in London. Gute Nachbarn, da läuft schon die Connection, eine gute Community. Ja? Also jetzt könnt ihr mal selber sagen, rein nur von den Screenshots, die wir hier haben, könnt ihr mir jetzt irgendwie sagen, ist es okkult oder nicht okkult? Wer sagt okkult? Okay. Wie sieht es hiermit aus?
Jesus, Kreuz rum, verkleidet sich als Jesus, Dämonen, Jesus, das gebrochene Kreuz, Jesus taucht auf sein Konzert. Okkult oder nicht okkult? Okkult, okay. Ich könnte jetzt durchrattern hier, Bild für Bild. Wir können noch bis morgen früh hier sitzen. Übrigens, das war das erste Video von Rihanna. Und das Krasse an dem Bild ist, dieses Bild wurde nur ein einziges Mal in dem Video gezeigt. Also du siehst es nur einmal, das Bild, sonst wiederholt sich immer alles nur in anderen Posen. Aber dieses Bild sieht man nur ein einziges Mal in dem Video. Und das nur so. Tack und weg. Während die anderen Sequenzen länger als 4-5 Sekunden dauerten. Analytisch. Jetzt, warum ist dieses Bild nur so da, mittendrin? Vielleicht deswegen, weil sich dahinter auch wieder etwas verstecken soll. Kennt ihr den Ziegenbockkopf so ein bisschen? Okay. Hier habt ihr die Hörner, hier habt ihr die Schädeldecke, hier sind die Augen, seht ihr das? Hier ist die Fratze, hier hängen quasi die Ohren runter. Nur dieses Bild, nur diese eine Pose, nur ein einziges Mal. Sonst gar nicht, in dem ganzen Video. Ihr könnt selber nachgucken. Es war anstrengend, aber guckt euch jedes Bild an und findet mir dieses Bild noch einmal. Alles andere wiederholt sich, nur dieses Bild nicht. Also, jetzt habe ich vielleicht einfach genug gesprochen. Vielleicht würde ich sagen, lassen wir doch einfach die Künstler selber sprechen. Okay? Ach, danke. Wir sind mittlerweile jetzt so weit gekommen, dass, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, auf politischer Ebene die Musikindustrie jetzt ganz schön mitmischt. Enorm. Um Stimmung zu machen. Nicht nur Black Lives Matters, was sowieso völlig, Entschuldigung, wenn ich so sagen muss, hirnrissig ist. Ich bin nicht, was die Polizeigewalt betrifft, darum geht es mir nicht. Aber wusstet ihr, dass dieser Mann schon mehrfach angeklagt war, dass er eine schwangere Frau schon umgebracht hatte? Den sie dann mit einem goldenen Sarg durch die Menge fahren und in Deutschland Tausende auf die Straße gehen? Echt jetzt? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn ihr es mal verfolgt, was daraus gemacht wurde, das ist das Problem. Das ist das Problem. Man sieht nicht die Sache hinter dem Ganzen. Es war ein normaler Polizeieinsatz. Es gibt eine Seite, da werden jeden Tag diese Bodycams von Polizisten von ganz Amerika runtergeladen. Dort verifiziert quasi. Wisst ihr, wie viele Menschen erschossen werden in Amerika von Polizisten? Nicht nur weiß auf schwarz, sondern auch schwarz auf schwarz, schwarz auf weiß. Es gibt Hotspots, keine Frage. Eine Bewegung, wo Politik und Mainstream und vor allem die Musikindustrie richtig reingegriffen hat. Und wenn mal was wirklich als Agenda mal auftreten soll, sind die sofort zur Stelle, wie auf Kommando. Jeder für sich, jeder Handlanger für sich. Aber wenn von oben der Befehl kommt, alle gemeinsam, sofort. Auch Gender. Boah. Habt ihr mitbekommen mit Celine Dion? Ich weiß es nicht. Die macht gerade für Teenies, die will auch einen eigenen Kanal machen. Für Teenager, das sind nicht einmal Teenager, das sind Kinder. Sie macht Mode für Gender-Kinder. Sie will einen Gender-Kanal für ab 5-Jährige. Wenn ich euch die Bilder zeige, die sie offiziell gezeigt haben, das kann ich nicht machen, da müsst ihr rausgehen. Nee, wirklich, das wird veröffentlicht, das ist unglaublich, wie weit die Musikindustrie mittlerweile schon reingreift. Politisch. Und was Kinder betrifft, das ist eine andere Geschichte, da will ich jetzt nicht noch eingreifen. Okay, jetzt lassen wir die Künstler mal selber sprechen. Na, dass ich das sage, okay? Also, wir haben hier eine, man kennt sie auch, der eine oder andere, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber sie hat bei einem Interview etwas Interessantes gesagt. Ich hoffe bitte, dass der Ton funktioniert. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's real. Nur mal so viel mitbekommen. Also wer hat was mitbekommen?
Wer hat's, okay, hat das nicht gut gehört. Also sie sagt, wenn du berühmt werden willst, ich breche das mal runter, wenn du berühmt werden willst, wenn du so ein Star sein willst wie sie, dann musst du einen Vertrag unterschreiben mit deinem Blut, und zwar einen Vertrag mit dem Teufel. Und du musst alles aufgeben. Deine moralischen Grundsätze, deine Vorlieben, deine da, musst alles aufgeben. Und sie sagt, das lohnt sich nicht, weil das ist nur eine Sackgasse. Du bist zwar reich und berühmt, yeah! Was bringt es dir letzten Endes? Aber gut. Nehmen wir auch mal einen vom alten Eisen. Kennt man? Michael Jackson? Oh, jetzt enttäuscht mich nicht. Get for granted. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, long time ago, and I'm holding up my hand. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And in this earth and then in a world we can't see. Habt ihr mitverfolgen können, oder? Also, er hat schon einen langen Weg hinter sich mit dem Vertrag. Und er muss es heute immer noch tun. Er kann sich nicht zur Ruhe setzen. Wenn er gerufen wird, muss er stehen. Solange du lebst, da kommst du nicht mehr raus. Doch, du kommst raus. Aber das Schlimme ist, die Menschen werden halt geblendet. Sie glauben auch manchmal für das Gute einzustehen. Sie sehen teilweise selber nicht, was hinter dem Vorhang geschieht. Vielleicht wollen sie es auch gar nicht wissen. Manche nutzen es auch zum Guten, aber das sind nicht viele. Und in der jetzigen Generation, die gerade so neuwertig ist und neuartig ist, vor allem in der ganzen Szene, die kümmern sich um gar nichts mehr. Ja, Key West, mitten auf der Bühne, Key West. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. Also mittendrin, ja, fängt er an einfach mal los, völlig aus der Reihe tanzend und gibt das vom Besten. Katy Perry. About, you know, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. Is I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Habt ihr das mitbekommen? Also sie wurde, also sie, man muss sagen, ihre Eltern waren Musikevangelisten. Kommt aus einer christlichen Familie. Musikevangelisten. Und sie hatte ein mega Talent. Und sie sagte dann, ja, dann wurde sie der Musikindustrie vorgestellt. Und dann dachte sie, wow, dann könnte sie so sein wie die Amy Grant zu der Zeit. Und dann hat es nicht so funktioniert. Dann wollte sie ja da rein, und dann sagte sie, I sold my soul to the devil. Also sie hat ihre Seele dem Teufel verkauft. Mitten im Interview. Die zwei kennt man ja auch. Es ist interessant, es ist auch, dass sie offen darüber spricht, dass sie in der ganzen Performance sie eigentlich nur auf etwas wartet, damit sie dann loslegen kann. Nämlich auf ein zweites Ich. Hört mal. Fears. That's a fear. Like when you're getting ready to go on stage and perform, is Sasha Fierce, when does she show up? Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, when like the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you. And that other thing kind of takes over for you. Also sie sagt, also wann sie nannte diesen Geist in ihrer Verwandlung Sasha Fierce. Und sie wird gefragt, ja, wann taucht die denn so auf? Ja, und dann sagt sie so, ja, wenn sie dann halt kurz bevor es dann losgeht, dann hört, wenn sie die Menge hört, wenn dann die Musik losgeht, wenn alle angespannt ist, und dann kommt dieses Ding über dich quasi. Und dann sagt sie noch was, nämlich hier. So funny is I saw you turn into that trance thing, like you lose your mind. I do. Like, yeah. I was like, you know, it's really amazing. I can't describe it. It's just something that takes over me, and we named it Sasha. It's just something that takes over me, and we named it Sasha because it's like two different people. Wie nennt man eigentlich, wenn ein Mensch, also wenn ich jetzt ich bin und das, es kommt was anderes in mich hinein, wie nennt man sowas? Besessenheit. Es
ist eine Besessenheit. Weil sie sagt ja dann selbst auch, die Performance, deswegen wurde sie ja so oft eingeladen, keiner konnte so performen und singen gleichzeitig. Das war fast unmöglich. Ja? Da hat man gesagt, wow, wie athletisch du sein musst, wie du geübt haben musst, wie du performen haben musst. Nein, sie sagte, sie hat sich verwandelt und dann kommt dieses Ding über dich. Wir haben es Sascha, die reden da offen drüber. Versteht ihr? Die wissen es ja nicht anders. Wir können es aus der Sicht der Bibel sehen und sagen, wow, wir wissen, was abgeht. Aber für sie ist das normal mittlerweile. Ja? Auch Schauspielern geht so. Ja? Johnny Depp Have you seen the movie? Wird über seinen Film gesprochen. Not. I'm sorry, you've not seen the movie? Not just yet. And are you too busy to see it, probably? Once my job is done on the film, it's really none of my business. You know? Really, none of your business. So you deliberately don't look at the finished product? Oh, yeah. I stay as far away as I possibly can. Is that right? Yeah. If I can, I try to stay in as profound a state of ignorance as possible. Uh-huh. Well, you come to the right place. You're exactly where you need to be. That's interesting. And is it, and forgive me, is it a little insecurity? I don't like watching myself. Mm. Yeah. I prefer the experience. I mean, making the film is great. Right. The process is all fine. But then he's up there. Then he's up there. Also mit he meint er nicht sich. Er hat in einem Interview im Rolling Stone gesagt, wenn er sich auf Filme vorbereitet, auf die Charakter, geht er oft in Seancen, also Geisterbeschwörungen, und rufen quasi aus dieser Zeit, wenn es ein alter Film war, ja, um solche Leute herbeizurufen, dass er die Fähigkeit hat, so zu denken, so zu reden. So. Naja. DMX, oh, wenn ich den aufgelegt hatte früher, Mann, da flogen die Fäuste. Oh, da flogen die Fäuste. Also wenn ich wirklich in der Disco damals so zum Höhepunkt bringen wollte, dass die Jungs dann richtig loslegen sollten, den hatte ich schon immer parat liegen. Ja. Und er ist dann verhaftet worden, weil er angeblich Steuern hinterzogen hat. Bevor er angeklagt wurde, hat er ein eigenes Konzert gegeben. Das Management wusste überhaupt gar nichts davon und fing an, gegen die Musikindustrie zu rappen. Es gibt sogar noch das Video, müsst ihr mal gucken. Und also wie er dann quasi über sich spricht, wie es ihm ging und die Konsequenzen. Dann hat man ihn quasi eingebuchtet. Dann hat man ihn interviewt. For, you know, give me the opportunity to be heard, you know, in a positive light, yeah. Or just in a fair light. I first came to Arizona, man, and I remember one day coming from the studio at 6 o'clock in the morning and pulling over on the highway, we like 4 cars, you know, just to watch the sunrise. And it was at that point that I fell in love with Arizona. I said, you know what, this has to be God's country, you know, because I'd never seen anything as beautiful as that sunrise. Then I met the devil in God's country. You know, and it's not so much who, it's what, you know, what happens and the things that the devil does. It's not so much a person, even though he acts through people. You know, you can't call one person the devil. Joe Arpaio? You know, you can't call any one person the devil. You can't do that because no one person has enough power to be the devil, you know? And, you know, it's through all these hardships that I realized that, you know what? This is God's country because I met the devil here. Because if I hadn't met the devil here, I wouldn't realize I was strong enough to overcome the obstacles that the devil would place in my path. And it's by overcoming these obstacles that I realized that this is God's country. Because he helped me get over these obstacles. He helped me get over these hurdles. Okay, so but when you're done here, when you're out of here. I'm not looking back. You're not coming back? No, I'm not coming back. I'm not coming back for a show. I'm not coming back for a visit. I'm not even driving through the states. If I'm in a plane and they're gonna fly over it, I'm gonna go around, okay? You deserve the same grace. You know, whether I know you or not, I pray for my friends, family, loved ones, and as well as my enemies every night, you know, because we're all God's children. We're all God's children and we all deserve the same grace. I think people are... Okay, vielleicht habt ihr mitbekommen, also, er war in der Musikindustrie, kam groß an, hat gesehen, was passiert im Hintergrund, wollte aussteigen. Gab dieses Konzert, er wurde verhaftet. Und
wie ihr ihn vielleicht jetzt so ein bisschen verstehen konntet, glaube ich, bereut er es. Und ich glaube nicht, dass er, so wie er sagt, er wird nicht mehr zurück auf die Show kommen, er wird keine Shows mehr machen, das war's. Ja? Ich meine, ihr seht, was für eine Macht die haben. Ja? Die haben gemacht über Gerichte. Wenn du da nicht mehr mitmachen willst, dich buchten sie ein erstmal. Mit falschen Aussagen. Und es geht über die Medien, wie sie wollen. Nicht, wie es wirklich ist. Das ist das Problem. Ja, also hier haben wir noch, wie heißt sie? Wie hieß sie nochmal? Ah, Amy Winehouse. Ja, da wurde sie auch gefragt, du wurdest doch auch in die Industrie, ja, so wolltest doch auch irgendwie groß rauskommen. Dann sagte sie noch, ja, man hat mich versucht, hier in das Dreieck zu pressen, aber ich wollte nicht. Was geschah 3 Wochen später oder einige Zeit später mit ihr? Tot. JC, ist völlig wurscht, wenn ich jetzt nehme. Völlig wurscht, völlig egal. Ja, JC auf diesem Black-Album, der dritte Song hieß Lucifer, Son of the Morning. Ja, dann hörst du sowas. Achtung, es wird jetzt laut, hoffentlich. Entschuldigung. So, jetzt nochmal. Hier unten, glaube ich, ja. Also man hört rückwärts. Ja, die CD läuft normal, aber man hört rückwärts. Also ich denke, die Botschaft ist klar, oder? Ja. Also 666, töte Jesus, 666. Eine Botschaft an die Jugend. Eine Botschaft an die Welt. Versteht ihr noch das Bild, was wir gesehen haben bei Christina Aguilera? Dass die Bibel die Gefahr ist, so sollt ihr nicht sein. Tötet Jesus, tu, was du willst. Und wenn man jetzt vom ersten Vortrag und von dem zweiten Vortrag das zusammennimmt, also die Rockefellers gehören ja schon mit zu der Elite, muss man ja sagen. Ja, das sind nicht nur irgendwelche Hanseln, die haben schon ziemlich Einfluss. Ja, nicht nur Rothschilds oder auch Rockefellers. Aber zumindest bei dem Interview von Aaron Russo, übrigens eine sehr interessante Dokumentation über den 11. September. Wie hieß das? America, Freedom to Fascism. Sehr interessant. Und er hatte ein Interview mit dem Enkel vom Rockefeller. Und da kam dann quasi das von ihm heraus, dass er sagte, denn das Ziel quasi in der Zeit war, das war auch so 2004, 2005, die Zerstörung der Familie und der Feminismus voranzubringen, weil das ihre Erfindung war. Und da sagte er, denn zuvor zahlte ja nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern, klar die Männer, jetzt fast alle. Weil jetzt auch die Frauen arbeiten gehen, außerdem wurden damit die Familie zerstört, wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten und das war das Ziel. Wenn du an die Eltern vorbeikommst, und liebe Eltern, jetzt sollten die Ohren schnackeln, wenn du an die Eltern vorbeikommst, dann bist du direkt im Hirn der Kinder und kannst den Samen reinlegen und warten, die Frucht, die sich dann nachher ergibt. Deswegen auch für uns als Eltern. Sind jetzt so wenige da, schade. Wir haben uns das Große an die Fahne zu schreiben, keine Frage. Aber auch wir können nicht alles beschützen. Deswegen habt ihr einen eigenen Kopf zu denken, eigene Meinung zu bilden, Dinge zu hinterfragen, zu prüfen. Sie sind nun unter unserer Kontrolle mit unseren Medien, MTV, Hollywood, PlayStation und so weiter, und bekommen nun unsere Botschaft eingetrichtert. Tu, was du willst, zerstöre das Ego den anderen und so weiter. So stehen sie nicht mehr unter dem Einfluss intakter Familien, sondern unter unserer. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen, mit Hilfe der Medien und die Partnerschaft und die Gemeinschaft, die Familie zerstört. Mittlerweile sind wir schon bei Gender. Mittlerweile heißen ja die Eltern nicht mehr Eltern, sondern divers eins, glaube ich, oder? Oder so ähnlich? Ja, wir sind angekommen. Wir sind wirklich angekommen. Genau. Haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten, Kabbalismus, geschaffen?
die für die angebliche Karriere arbeiten, alles konsumieren, was wir ihnen vorsetzen, Mode, Schönheit, Marken, dadurch unsere Sklaven sind und es auch noch gut finden. Und da sitzt die Ironie. Da sitzt die Ironie, dass wir es noch gut finden. Das ist die Ironie. Obwohl wir es wissen, mögen wir es. Obwohl wir wissen, dass es uns von Gott trennt, lieben wir es. That's fact. Dann merkt ihr erstmal, dass es nur eine Übermacht tun kann. Dass es nicht menschlich möglich ist, so viele Massen in so einer Masse bewegen zu können. Das kann kein Mensch. Das können nur höhere Mächte. So wie er gesagt hatte, der Chief of the world and the world we cannot see. Die Manipulation der Gewohnheiten, und jetzt sind wir bei diesem Freimaurerspruch am Anfang, und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Achtung, wer die Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung. That's the fact. Das spielt alles im Hintergrund ab. Das werdet ihr nie einsehen können. Aber, no. Und dafür sind wir auch nicht da. Und deswegen, ihr Lieben, wenn wir wissen, wer dahinter steht, wer eigentlich derjenige war, der so vollkommen war, so perfekt, so super high intelligent, bei dem die Sünde aufkam. Ich meine, das ist ja unvorstellbar, dass es überhaupt im Himmel Sünde entstehen kann. Das ist ja für uns gar nicht, es bleibt ein Geheimnis. Wir wissen, er hat sich gern angeguckt, ja, er fand sich toll in seiner Position, wollte mehr, wollte seinen Thron über Gottes Thron stellen, aber er war verantwortlich für die Musik. Er war derjenige, der für die Musik verantwortlich war. Er hat den Engelchor geleitet. Er hat die Lieder komponiert zur Gottes Ehre. Das konnte kein anderer Engel. Das konnte nur er. Deswegen ist die Musikindustrie eins der größten. Neben dem Fernsehen ist Musik und vor allem die Musikindustrie mit eins seiner größten Waffen. Seine größte Waffe, Mainstream. Also alles, was über Medien läuft. Fernsehen, dass man noch keinen Krampf, bald gibt es eine Zivilisationskrankheit. Daumen, irgendwas. Weil sie nicht mehr gehen. Mit 40. Ja, wir wachsen so auf. Wir wachsen leider so auf. Wir verstehen die Welt nur noch durch einen Kasten. Und die können wir sogar noch mit unserem Finger bedienen. Hallo, ich meine, wie cool ist das denn? Ich habe die Welt in meiner Hand. Das ist genau das, was Satan ja sagen will. Ich gebe dir die Welt, wenn du mich anbetest, wenn du meine Dinge tust, dann gebe ich es dir. That's the fact. Deswegen hat Jesus reagiert, deswegen hat er ihn rausgeworfen. Und auch wenn Adam und Eva hier dem Gehorsam nicht Folge geleistet sind, was tragischerweise dazu geführt hat, warum wir jetzt hier stehen, wie wir jetzt hier stehen, mit diesen Umständen, die wir haben. Hat Gott alles getan und wird auch weiterhin alles tun, damit Satan uns nicht kriegen kann. Die Frage ist nur, ob wir wollen. Weil, schaut in Offenbarung 18, ich springe schnell vor, da heißt es nämlich, da geht es um Babylon, um das System, dass das Licht des Leuchters nicht mehr in dir scheinen wird, Babylon. Und warum? Die Stimme des Bräutigams und der Braut wird nicht mehr gehört werden. Wer ist der Bräutigam? Na jetzt. Wer ist der Bräutigam? Jesus. Und wer ist die Braut? Seine Gemeinde. Diese Stimmen werden in dem System Babylon nicht mehr gehört. Es gibt einen Zeitpunkt, wo Gott ein Ende setzt. Wo die Botschaft der Gemeinde, von Gott geführt, verstummt. Warum? Der Zeitpunkt ist da, wo sich jeder Mensch entschieden hat. Die Kaufleute dieser Erde, die Großen, wird sogar noch groß beschrieben, ja. Babylon, du wurdest verführt durch eine Zauberei. Alle Völker wurden verführt, deswegen können sie die Stimme auch nicht mehr hören. Des Bräutigams und der Braut. Sie können es nicht mehr hören. Ob jetzt aus Argwohn oder weil sie es zu häufig gehört haben, ich weiß es nicht. Aber der Zeitpunkt kommt, dann hören sie es nicht mehr. Und dieses Wort Zauberei steht für Pharmakia. Also Medikation, Einnehmen von Drogen, Vergiften, Magie, Zauberei, um das Gehirn zu narkotisieren.
das ist Zauberei im Griechischen. Und das ist das, was Babylon als Werkzeug hat durch die Kaufleute. Egal in welcher Ebene, kannst du sie Freimaurer nennen oder sonst irgendwie, spielt keine Rolle. Aber alle, die Macht haben, und gerade in der Musikindustrie, die haben ja vieles verführt. Also haben sich als Werkzeug benutzen lassen, um Menschen zu verführen. Und genau deswegen kam Jesus, um an diesem Punkt eine Linie zu ziehen. Und das war genau da, wo Adam leider versagt, oder ja, eigentlich Adam, er hätte, aber ich sage jetzt mal, beide gehören dazu, sie waren ein Fleisch. Adam und Eva versagt haben. Zum einen, wo es ums Essen ging, ja, Adam und Eva, oh, ess doch von dieser Frucht. Und Jesus hingegen, auch wenn Satan sich als Engel des Lichts verstellt hat und sagte, komm, du bist doch hungrig, du bist doch der Sohn Gottes, komm, mach doch. Und er sagt, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Dann nimmt er auf die Zinne. Und dann fällt schon ein Teil der Maske von Satan, als er sich verkleidet hatte als Engel des Lichts. Und als er sagte, komm, wenn du es doch bist, wenn du sagst, du bist es doch, dann zitiert er einen halben Psalmtext, aber Jesus sagt, es steht wiederum geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und dann kommt der Punkt und sagt, hey, Satan holt jetzt wirklich alles raus, sein Ass sozusagen holt er raus und sagt, Jesus, du musst nicht ans Kreuz. Ich gebe dir die Welt so. Ich gebe dir all den Reichtum, alle Herrlichkeit dieser Welt, aber bete mich an. Fall nieder, bete mich an. Jesus sagte wieder, es steht geschrieben. Und ihr merkt was, nach 40 Tagen nichts essen, und er hat jeden Einzelnen von uns gesehen, für wen er das macht, hat Satan alles auf die Waagschale gelegt, um ihn zu verführen. Und selbst der leichteste Weg, der für Jesus gewesen wäre, nicht an Kreuz gehen zu müssen, Satan hat gesagt, komm, ich gib's dir, bete mich an, auch wenn du nur nickst, dann bin ich zufrieden. Aber genau das ist, was Satan uns als Menschen ja sagt. Ich gebe dir diese Welt mit all diesen Vorzügen, mit all diesem Reichtum. Geh und folge mir nach. Natürlich ist es unfair, weil er benutzt Mechaniken, er benutzt Techniken. Aber auch Gott benutzt Dinge, wo Satan nicht dran kann. Auch Medien kann man zum Guten verwenden. Man muss nur prüfen, was Gott will, nicht was der Teufel will. Das ist der Unterschied. Und deswegen, ihr Lieben, ist immer die Frage, in dieser Welt, wo es zwei Menschengruppen geben wird, ist es genau auch dieses Verhalten. Die Welt maskiert sich ein Charakter, damit sie so angenommen wird, wie die Welt sie gerne sehen möchte. Jesus war immer ehrlich, er war immer transparent, er hatte seinen wahren Charakter immer gezeigt. Satan versucht, die Menschen in vielfältiger Identität aufleuchten zu lassen. Ja, ich meine, ist ja möglich, allein durch Spiele, wie viele Identitäten kannst du da haben? Aber Gott ist einer, der ändert sich nicht. Du bist, wie du bist, wer du bist. Und was wir oft nicht verstehen, ist, wir verstehen wirklich sehr häufig nicht, dass wir geliebt werden. Und ich glaube, an dieser Liebe sollten wir mal arbeiten. Dann, wir schmücken uns selber mit Schönheit, mit physischer Schönheit. Die Schönheit sollte woher kommen, sagt die Bibel? Aus dem Herzen. Nicht die äußere Schönheit. Das ist die Schönheit. Und ich glaube, in jeder Folge, in jeder Serie, egal was man sich auch anschaut, geht es immer nur um eins. Dem Nächsten nichts Gutes tun, in den meisten Fällen. Ich meine, hört euch doch mal die Texte an in den ganzen Liedern. Geht es da um Nächstenliebe? Geht es da irgendwie um Versöhnung? Worum geht es denn außer Drogen, Alkohol, Party, Sex, Ego? Was geht es denn sonst in den Texten? Und genau deswegen sind wir hier in dieser Welt, damit wir Kraft und Macht von Gott bekommen, das zu überwinden. Und er hat es uns versprochen. Ich springe jetzt noch schnell rüber, dass wir hier beenden. Wenn ihr jetzt zu kämpfen habt, wir haben
die Bibel sagt uns, dass wir unseren Kampf nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet haben, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Gegen die haben wir zu kämpfen. Und alleine können wir es nicht. Das wird nicht funktionieren. Das, was wir machen können allerdings, ist bitten, dass uns gegeben wird, was wir dazu brauchen. Und das, was wir machen müssen, ist, dass unser Herz Jesus gehört. Jeden Tag aufs Neue. Paulus sagt, ich sterbe täglich. Und umso öfter wir das tun, desto weniger hat Satan wirklich die Möglichkeiten, irgendwo wieder einen Ort zu finden, wo er einhaken kann. Umso weniger ich zu Gott gehe, desto mehr Angriffsfläche hat Satan. Und Jesus sagt ja, wenn ihr mich suchen werdet von ganzem Herzen, dann werde ich mich auch finden lassen. Und ich glaube, das fehlt uns auch viel zu oft, dass wir die Zeit haben, uns von ganzem Herzen mal wirklich Gott zu suchen. In einer ganz, ganz stillen, besonderen Zeit. Deswegen die Einladung. Und die Einladung gilt dir, auch mir, jedem Menschen, eine Entscheidung zu treffen. Wenn man jetzt Dinge sieht und kennt, ist man selber verantwortlich, mit dieser Wahrheit umzugehen. Man braucht jetzt keine Ausreden zu finden, um zu sagen, oh, warum kann ich den und den noch nicht hören? Und ist der auch okkult? Solange er im Mainstream läuft, die Person ist nicht okkult. Versteht mich nicht falsch. Aber das System ist okkult, in dem er ist. Und die Botschaft, die darüber kommt, und das, was auch durch die Musik mich beeinflusst, hat immer Konsequenzen. Das wird es immer haben. Das geht nicht spurlos vorbei. Das bleibt haften. Und umso jünger ihr noch seid, desto mehr habt ihr jetzt die Chance, euren Charakter veredeln zu lassen. Und es wird euch leichter fallen, als später, wenn ihr älter seid. Dann wird es nämlich schwieriger. Sehr schwierig sogar. An manchen Punkten. Nutzt jetzt die Zeit, wo ihr jung seid. Wirklich, das ist die beste Zeit für euch. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Und ich hätte Gott schon damals gekannt, in eurem Alter. Jetzt kann ich sagen, klar. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Bei weitem nicht. Als ich mich entscheiden musste, das DJing aufzuhören, ich hatte CDs und Platten im Wert von über 13.000 Euro. Alles in die Tonne getreten. Entweder ganz oder gar nicht. Nur ein bisschen. Ich weiß noch, ich hatte immer wieder mal so ein paar Lieder gespeichert gehabt als MP3. Ich habe sie noch so ein bisschen mitgenommen. Ich sage euch was, jedes Mal, wenn ich es dann wirklich mir angehört habe, es war so, als ob der Dschungel dich wieder rufen würde. Das war unglaublich. Emotional, mir hat das Herz gepocht. Die Gedanken sprangen alle wieder auf von damals. Party, yeah, und gute Laune. Sofort war das Bild da. Meine Güte, ich kann mich heute gut daran erinnern, das Herz pochte richtig wild. Das ist unglaublich, was es anrichten kann. Und wenn du mal lange Zeit mal nichts hörst, so aus der Welt, und nur einmal das Radio anmachst, wow. Also als erfahrener DJ so eine Art von Musik mittlerweile zu hören, ist schon krass, was sich in den Jahren geändert hat. Es ist enorm. Ja, habt ihr vielleicht noch Fragen? Boah, jetzt aber kommt. Traut ihr euch nicht? Okay, natürlich. Entschuldigt bitte. An euch habe ich gar nicht gedacht. Okay, machen wir das so. Dann machen wir erstmal Cut, dass auch die im Livestream dann zu ihrem Abendessen kommen. Und noch diese Einladung. Und nehmt es doch bitte an von Jesus. Kommt zu ihm. Jeden Tag. Und auch wenn es so ermüdend jetzt ist und so ermattend und so erschwerend, so eine Entscheidung zu treffen, und glaubt mir, Jesus weiß das. Er weiß das ganz genau. Was ihr gerade dann durch Entscheidungen durchleben müsst, er weiß es. Aber genau deswegen bietet er es ja an. Kommt, damit du es nicht alleine machen musst. Der Kampf, der um uns herum tobt, den werden wir nicht gewinnen allein als Mensch. Jesus sagt, ich bin bei dir, ich muss nur einen Finger bewegen und schon stehen Legionen von Engeln um dich herum. Die Frage ist nur, glauben wir dran? Also wenn uns die Welt zeigt, dass Dämonen hier wirklich die ganze Welt beeinflussen, dann können wir doch glauben, dass um uns herum Engel Gottes sind, oder? Wenn wir darum bitten. Einfache Logik, real. Kommt zu Jesus, nehmt auf euch sein Joch, wandelt mit ihm jeden Tag. Bittet einfach darum.
auch wenn es euch schwerfällt. Er kann euch sogar dieses Schwerfallen wegnehmen. Es gibt auch Dinge, die du nicht loslassen willst, aber du kannst ihn bitten, dass er dir hilft, es loslassen zu können. Du musst es nur wollen. Wenn du nicht willst, wird er sich nicht aufdrängen, aber er bietet es dir an, jeden Tag. Nutzt diese Gelegenheit. Er gibt euch Ruhe, er wird euch die Kraft geben, versprochen. Er hat es bei mir getan, er hat es bei vielen anderen getan. Wollt ihr diese Entscheidung treffen? Auch wenn ihr es jetzt nicht treffen müsst, aber kämpft darum. Kämpft wirklich darum. Denn es wird nicht einfacher. Es wird schwieriger und es wird schwerer. Wollen wir dann noch gemeinsam beten? Wollen wir dazu niederknien? Lieber Jesus, wir kommen zu dir als deine Kinder. Und ich danke dir, dass du uns jetzt auch Zeit gegeben hast, dass wir über Dinge sprechen könnten, wie es hier in dieser Welt aussieht, was um uns herum geschieht, vor allem im Bereich der Musik. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich früher viel Erfahrung machen durfte mit der Musik und dass ich auch heute sehen kann, wie sehr Satan sich geändert hat in der Musik, wie sehr er die Menschen beeinflussen kann mit neuartigen Methoden, die er seit Tausenden, 4.000, 5.000 Jahren studiert hat. Danke, Herr, dass du uns offenbarst durch dein Wort, dass diese Welt real ist, so wie du sie durch dein Wort uns gegeben hast, dass der Fürst dieser Welt herrscht über unsere Gedanken. Aber Jesus, wir wollen nicht, dass unsere Gedanken von irgendjemandem beeinflusst werden, außer von dir. Wir sehen Menschen um uns herum, die sich fragen, was hier noch in dieser Welt geschehen soll. Und du hast uns ja als deine Kinder und als Gemeinde gerufen, um diesen Menschen ein Licht zu sein. Ja, aber es wird schwerfallen, wenn wir noch weltlich sein wollen, wenn wir noch von der Welt Dinge haben wollen, die uns eher von dir wegführen, anstatt zu dir hin. Und jetzt nach diesem Vortrag, Herr, siehst du auch diese Kämpfe, die jetzt geführt werden, im Herzen von einem jeden Einzelnen hier, auch bei mir. Ich bitte dich, dass du uns deine Kraft schenkst, die du uns versprochen hast. Wir wollen zu dir kommen, dass du unsere Herzen, unsere beladenen Herzen leichter machst, dass du uns hilfst, eine echte Entscheidung zu treffen mit dir. Und dass du uns hilfst, dass wir uns wirklich Gedanken drüber machen, wie wir unser Leben weiterleben wollen, was wir uns anhören wollen, was wir uns anschauen wollen, welche Vorbilder wir sein wollen, was aus unserem Leben werden soll, Herr. Nur du kennst die Zukunft und du weißt, was das Beste für uns ist. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, hilf einem jeden in der Entscheidung, dir nachzufolgen, Dinge loszulassen, die sich von dir trennen. Ich bitte dich, Herr, segne einen jeden Einzelnen auch in allem, was wie bei jedem vorsteht. Für diese Jugend bitte ich dich, dass du deinen Segen und deinen Schutz hältst, dass du sie hier hältst, dass du sie zu dir führst, dass sie eine Entscheidung treffen können, für dich in deinem Werk zu arbeiten. Ich bitte dich, dass du uns Erweckung schenkst, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen wirklich tief berührt und dass wir in der Lage sind, dir zu folgen, wohin du auch gehst, und dass wir bereit sind, wirklich unseren Willen unter deinen Willen zu stellen, aus Liebe zu dir und nicht, weil wir müssen. Und hilf uns, diese Liebe zu erfahren, die du jeden Tag an uns hast. Dass wir bereit sind, unseren Nächsten auch so zu sehen und zu lieben. Herr, ich bitte dich, sei bei uns noch an diesem Abend. Begleite einem jeden dann auch sicher nach Hause. Und führe und leite du uns weiterhin durch diese Zeit. Und wir danken dir, Herr Jesus, für all deine Zusprüche, für deine Verheißungen, dass du bald wiederkommen möchtest und dass du uns bereit machen kannst auf dein Kommen. Darum bitte ich dich und danke es in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.